Highlights gibt es viele in unserem Overwatch-Special hier. Ja. Und du wurdest ja eben fast schon um deins betrogen. Ich fühlte mich um meins betrogen. Ja. Ich habe gesehen, 5 Kills und das Highlight, was angezeigt wurde, hatte nur 3 Kills. Rein mathematisch finde ich da. Meins war aber länger. Kompakte Kills sind besser wohl als längere. Aber du kannst immer bei dir auf Highlights klicken auf deinem Bildschirm. Vielleicht das echt, dann kommt was? Na gut. Nee. Ach doch, das ist nur der Tower. Ich dachte, was gibt der mir ein Highlight von irgendeinem anderen Charakter? Will ich nicht sehen. Ja, während wir laden, gucken wir gerade mal. Sind wir im Laden überhaupt? Ich hab noch nicht. Okay, dann. Jetzt ist es aber bei dir auf dem Bild. Dir ist aufgefallen, nee, gell? Alles wie immer. Okay. Ja, das ist doch. Das ist es! Da, schaut's euch an! 1. Kavams! Bams, bams. Und da hat er nichts gemerkt, der White Shadow. Da wird er in seine Zerstandteile. Oh, richtig war Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr gut, Simon. Ja, dann wollen wir gleich mal... Ich möchte zurücknehmen, das war doch viel besser und auch kurz genug. Hätte eigentlich Highlight sein müssen. Ja. So, jetzt spielen wir wieder weiter und ich werde mal einen anderen Charakter nehmen. Mit dem habe ich alles gesehen. Ja, deine Pharah-Karriere ist somit beendet, auf dem Höhepunkt. Ich kann verstehen, dass es so ein bisschen süchtig macht. So, ah, okay, den Charakter, cool, war schön. Der nächste, ah, okay, ja. Ah, der kann die Zeit zurückdrehen. Ah, der wird zum Panzer, ah, der kann Geschütze bauen. Das greift einen so ein bisschen an den Eiern immer. Was könnte ich denn mal nehmen? Ich könnte mal einen Heiler machen. Ich habe zu wenig geheilt. Boah, da habe ich leider gar keine Erfahrung. Wie gesagt, der hat halt eine Heilungskugel. Ja. Und eine, die Gegner runterzieht. Ich glaube, die Mercy kann nur, da bin ich echt, also mit Heilern habe ich gar nichts. Okay, dann nehme ich mal die mit den Flügeln. Ja, und du kannst, glaube ich, ich weiß nicht, auf der PS4 gibt es hier noch einen Knopf, wo du dir dann hier, wenn du hier raufklickst, oben auf das, dann siehst du die Sachen, die sie kann. Auf ah, okay. Knöpfen. Sie kann wieder auferstehen. Ach, sie kann Leute wiederbeleben. Okay, Schutzengel. Ja. Heilt einen also kann zum Verbündeten fliegen, einen Verbündeten heilen, den Schaden eines Verbündeten erhöhen. Ich versuche mich an dich dann zu orientieren. Hat eine Handfeuerwaffe und kann sich gleiten. Na gut, das... also, wollen wir so machen, dass ich dir jetzt einfach hinterher komme? Bist du denn da schon? Ja, kannst du mal schauen. Ich bleib weiter hinten als Sniper. Okay. Ja, ist doch gut, dann umso besser. Gucken, ob ich das. Mein Schutzengel ist da. Ja, die Synchro ist. Wenn du jetzt da komme ich nicht hoch. Doch, mit deiner Fähigkeit zu einem Verbündeten fliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Shift oder E ist. Die habe ich gerade schon benutzt, aber es geht nicht. Es geht sicher, aber ich krieg's nicht hin. Ah, das ist nur, wenn ich Sichtkontakt habe, geht das noch. Okay. Ich habe mich gerade verlaufen. War ich das? Nee. Shit. Hier? Hä? Wir sind noch gar nicht an dem Punkt. Ja, irgendwie, ich laufe dir nur hinterher. Ich weiß gar nichts. Ich dachte, ich wäre schon da, aber dann... Ich bin bei dir. Oh, ein Genji ist hier. Ich kann dich irgendwie nicht heilen. Irgendwie bringt das nichts. Oh, ich kann... Ist jetzt ganz klar, dass der jetzt hier hinten schon allein rumgelaufen ist. Hilfe! Ja, du hast mich, glaube ich, schon geheilt, aber... Ja, nein, aber er will doch jetzt mich! Ah. Ja, das war nicht gut. Da muss ich mich erstmal ein bisschen einspielen. Ja, die schnappen sich schon... Operation gescheitert! Patient! Stoppen Sie sofort! Wieder? Sichert den Punkt! Sie wollen uns den Punkt steinig machen. Denen zeigen wir. Neutralisierungsposition, Ziel Punkt B. Vitamin, wird's gefährlich? Schaut mit den Augen. Da kommt einer rechts. Mach ihn alle! Oder er macht uns beide alle. Shit.
Ach, nee, der ist zu schnell, da komme ich nicht hinterher, aber... Ja, der Ulti. Ja, man ist schon ganz schön verwundbar als Medic. Mhm, definitiv. Man macht nicht viel, außer... Also ich, das ist auch, aber was viele kritisieren, auch nicht als Hate, sondern ist, dass es schon einen sehr großen Unterschied macht, ob man nun mit einem Team, was man kennt und per Headset spielt, oder ob man eben alleine in einem... Okay, wenn du tot bist, kann ich dich wiederbeleben. Ja, ach, Alter, was? Da. Okay, sauber, danke. Ich finde, die Heilung geht aber ziemlich langsam vonstatten. Oder ich mache irgendwas falsch. Okay, ich muss kurz auf den Tank wechseln. Ach, ich drück die ganze Zeit das Falsche. Deswegen habe ich dich nicht geheilt. Ach, okay, das, ich verstehe. Der rechte Strahl macht den Schaden höher und der linke heilt. Oh Mann. Achtung, Schnetzelmeister ist mit seinem Katana unterwegs. Ja, ich bin schön in meinen Drachen gelaufen, glaube ich. So, wo werde ich gebraucht? Okay, sehr gut. Jetzt komme ich langsam rein. Heilen. Verstärken. Schaut mit den Augen des Drachen. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Nice! Weggerulert. Oh, 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 Warf! Worf, warte doch! Oh, der Genji kommt. Und er hat mich im Visier, er will mich! Komm nach hinten, komm nach hinten, komm nach hinten! Nee, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, das war klar. Das war nichts. Der Level ist schon ein bisschen schwieriger zu durchschauen mit den ganzen beweglichen Elementen, Türen, Liften. Ich brauche die Heilung hier. Nein, Klaus mir nicht. Danke. Hör auf mich, ich bin doch nur der Medic. Schaff diese Witzfiguren von meinem Punkt weg. Scheiße. Ach, fuck, nee. Da waren es auf einmal zu viele. Ach, doof. Das ging schnell. Ja, das es gibt tatsächlich manchmal, manchmal Spiele, da wirst du echt überrannt. Und manche ziehen sich halt lang hin. Das ist einfach alles sehr Highlight des spannend. Spiels. Ach! Gut! Das, da bin ich jetzt mal gespannt. Gut. Ja. Zwei. Na gut, sind keine fünf. Ach. Nee. Nee, aber doch, war schön. Ja, ich hätte sicher von mehr Hilfe sein können, wenn ich gerafft hätte, wie der Level aufgebaut ist. Und wenn ich gerafft hätte am Anfang, dass man eben heilen kann, aber auch upgraden. No, mach nichts, das war ja aber dafür dein erstes Spiel. Und beim nächsten Mal weißt du es besser. Ja, es ist vor allem, also echt spannend, aber normalerweise ist es langweilig, wenn du nur heilst, finde ich. Du läufst halt hinterher, drückst die ganze Zeit einen Button, aber hier kann man ja auch so switchen. Ja. Gucken, ah, okay, Heilung, der schießt, der braucht vielleicht jetzt gerade irgendwie ein Upgrade. Dann dashst du dich zum nächsten und heilst wieder oder gehst woanders hin. Hatte schon einen schönen Flow, ich bin allerdings nicht der Richtige dafür, glaube ich. Probier nochmal Tank. Das ist auch die Frage, wir müssen jetzt angreifen, denn ist es natürlich, ob es dann sinnvoll ist, eben von einem Heiler eben auf den Tank oder sowas zu switchen. Was meintest du? Sollte ich beim Heiler bleiben oder ist der Tank für, nö, weiß für den Angriff? Also jetzt was okay. zu viele defensive. Die hatten gerade einen Roadhawk, da nehme ich denselben auch mal. Keine Unterstützungshelden. Kuh abschleppen, heilen, Schrotflinte. Okay. Dann nehme ich mal den Soldier. Habe ich
Leichter als was? Shift ist der Sprint, E ist das bionische Feld. Okay. So witzig, der Soldier hat als einziger Charakter einen Sprint. Das ist seine Fähigkeit. Ja gut, aber wenn er der Einzige ist, dann richtig, macht er schon... Kannst schnell auskundschaften, kannst schnell wieder rauskommen. Also ich finde es besser als zum Beispiel Team Fortress, auch wenn ich das jetzt auch nur ein paar Stunden gespielt habe. Also das Neue meine ich, das Alte habe ich natürlich ewig gespielt. Und was man sagen muss, es ist halt wirklich ein schönes Spiel, finde ich. Also es hat eine sehr schöne Grafik, ein sehr geiles Level- und Charakterdesign. Das macht halt einfach auch Spaß zuzugucken. Och, das tut mir mal leid. Krass, aber wir haben auch zwei Widowmaker. Ein Jungle. Der hab ich, den Roadhog habe ich auch noch nie gespielt. 3, 2, 1. Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A. Nein, das ist geschafft. Ich versuche dir mal hinterher zu laufen. Du bist allerdings ein bisschen schneller als ich. Ah, die kenne ich, glaube ich, noch von der Beta, dem Level. Das ist das gleiche Level wie eben, nur dass wir jetzt so angreifen praktisch. Hm. Ja, doch, aber irgendwie kenne ich diese Ecke hier auch. Boah, mies. Ja, die Schrotflinte bringt ja nichts. Man muss die wirklich zu sich ziehen mit dem Roadhog, das ist schon wichtig. Ja! Super gut, man fühlt sich sehr stark dadurch. Oh, der ist zu groß zum Ziehen. Nein, hör auf! Ja, ich hab ihn erwischt! So, das Geschütz. Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Geschütz von dem Torbjörn. Ein Feindgeschütz gesichtet. Okay. Oh, das hält ja ganz schön was aus. Ich hab's aber trotzdem. Du stehst da oben? Ja, und ja, sehr gut. Hab ich dich eben gerade kurz gesehen. Sehr toll. So, angreifen. Einnehmen. Hier stehe ich mit meinem fetten Bauch. Ja, das ist gut so. Guck in die andere Richtung. Und nehme den Kram ein. Oh, shit. Ah, natürlich. Falscher Button gedrückt. Ich wollte den Rahmen nicht ziehen. Ach, ich hätte ja auch Heiltränke gehabt. Hier ist mein Heilding. Ah, ich komme da gleich mal hin. Oh, jawohl, ihr habt es schon geschafft. Nice. Sehr schön. Nice. Genau. Bin hinter dir. Boah, das war gerade... Okay. Okay, ich habe gerade mein Special ausprobiert. Das war interessant. Stirb! Verdammt nochmal! Stunde hat geschlagen. So, jetzt müssen wir nochmal den Punkt einnehmen. Niemand schießt auf mich. Okay, ich stehe rechts vorm Eingang. Der Bastion steht oben. Nein! Oh, meine Munition war alle, aber gut, okay, da war der. Er hat sich einfach oben auf so eine fliegende Plattform gestellt. Und, Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Oh, ich habe hier Geschütztürme. Oh, da ist noch einer. Ja klar, der Typ, der die aufstellt. Hm. Wo meinst du, zentriert sich gerade alles? Bei B? Ja, B. Boah. Fuck. Nee, da muss ich raus. Pass auf, links ist der Pharah und ein Reaper. Aber die sind schon weg. Ey, da steht der... Nee. Da hat er sich nämlich genau das gemacht, hat sich schön von hinten angeschlichen. Noch bin ich nicht tot. Und die Sprüche von dem Soldier 76 sind auch immer lustig. Diese Nicolas Cage-Stimme.
Wo sind die denn jetzt hier? Kannst du bitte mal sterben? Du bist doch viel kleiner als ich. Der wird sich jetzt freuen, dass er so einen fetten Kerl wie mich erledigt hat. Ah. Okay. Wo sind die denn? Wir müssen doch immer zum Spot. Oh, fuck. Nein, lass mich in Ruhe. Feindliches Geschütz voraus. Da oben steht er wieder. Das ist nicht schlecht, das Geschütz auf diese Transportplattform bauen. Unglaublich, er hat es wirklich noch geschafft. Nein! Mann! Ey, ich hasse den Reaper. Das gibt es doch nicht. Na gut, ich war schon wieder sehr lau. Ja, ey. Kann's nicht moken, ey. Ich bin hinter dir. Okay. Ich hab meine Ulti ready. Das heißt, wenn... Ja, ich hab auch eine gerade fertig. Okay. Ich warte wir nur können jetzt natürlich auch versuchen, dass wir bis zum Punkt vorkommen und da versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Ja, lass mal machen. Soll ich, ja, lauf ruhig. Ich bin direkt hinter dir, genau. Da sind sie! Okay. Oh nein! Was? Oh, Eis, genau jetzt so eine Scheiße. Ich habe gerade mein Ultra ausprobiert. Das gibt es doch nicht. Die scheiß Pharah oder was? So eine Glücksrakete. Uiuiui. Ich stehe immer wieder auf. Wenn die Sprüche schon in Fleisch und Blut übergehen, dann weißt du, du hast zu lange mit dem Charakter gespielt. Zu lange, ja. Feindliches Geschütz voraus. Ich hab dich im Visier. Oh, scheiße. Oh, das gibt es nicht. Okay. Probier ich mal jemand anderen. Alles klar. Reicht's mir aber mal. Nein, 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 nein. Alter, von allen Seiten. Die lassen uns da jetzt auch überhaupt nicht mehr durch den scheiß Durchgang durch. Oh, alles falsch gemacht. Dieser Skyzer ist gar nicht so schlecht. Irgendwie kommt er immer an mir vorbei. Obwohl ich könnte noch so einen großen Spieler nehmen. Nehme ich jetzt halt mal DVA. Ich spiele, um zu gewinnen. Das ist eure gerechte Strafe. Dieser Reaper, er geht mir so auf den Piss, was gibt es nicht? Ja, jetzt blockieren die schon unseren Spawnpunkt. So dreist sind die. Und der Reaper zündet davor seine Ulti. Das kann ja wohl nicht mein Ernst sein. Fehlt nur noch, dass sie sich in unseren Spawn rein teleportiert. Es ist vorbei. Weg mit dir, meine Güte. Sollen die hier hinten mal sich ärgern? Gegen die. Auf einmal waren die doch zu viele hinten.
Ja, okay, das war nicht. Ich krieg's auch nicht. Die sind jetzt auf jeden Fall schon wieder auf dem Rückzug. Das heißt, der Punkt ist doch noch besetzt bei denen. Noch ein bisschen früher vielleicht die auskontern können, aber. Ey, in der Ulti eingefroren. Oh, boy. Ist schon ein gutes Team, was sie gerade haben. Ja. Ja. Respekt, nicht schlecht. Die halten uns ganz gut von allem fern. Ja, ey. Okay, so macht man. Frier ein! Oh nein! Weg mit dir. Noch 5 Sekunden! 4 Sekunden! 3 Sekunden! 2 Sekunden! 1 Sekunde! Ja, das war schon. Ja, das war wirklich eine derbe Klatsche. Ja, kann man nicht anders sagen. Schon hier. Team ist schuld. Ja, da kann ich mich anschließen. Oh, der Vogel. Das war schön. Er ist eingefroren, richtig. Dann draufgeballert. Warum nicht immer so? Das war der Gegner, an der der gestorben ist, war ich. Mein Problem ist, das Traurigste, wenn nicht mal von deinem eigenen Team jemand am Ende da geerntete Seelen, eingefrorene Gegner. Das war halt nicht gut. Das war halt den Frozen. Aber immerhin Level 5? Ja, komm. Wo steht mein Level? Du bist 7. Oh, okay. Hat hier schon jemand. Ja, klar, hat schon jemand gespielt. 3 und 4. Ja, ne, gruselig. Wie viel hast du daheim? Welchen Level? Also mit deinem Privataccount? 17. Und inwiefern bringen die Level was? Ich glaube gar nichts. Nur für euch, damit ihr euch besser fühlt. Wenn du jetzt so, ich glaube nicht. Also die ja, es würde das Konzept wahrscheinlich wieder aushebeln, wenn man da jetzt auch noch mehr Zeug für kriegen würde oder schnellere Regeneration der Fähigkeiten oder irgendwas. Das wäre nichts. Okay, ich mache einen defensiven Helden. Wir sind ja auch dran mit Verteidigung. Okay, den Roboter. Ach, warum nicht? Ich meine, es sind alles Roboter, aber den nehme ich. Da musst du schauen, der kann so ein, sich sozusagen in so eine Stand-MG fahren. Genau, so, und dann hat man eben kurz gesehen in dem Replay und dann einfach, das sieht aus wie eine Waffe für mich. Das und der Vogel. Der Vogel ist die Geheimwaffe. Oh, pfeift sogar. Pfeift der Roboter nimmt humanoide Züge. Piep, 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 piep. Okay. So geht das. Okay. Ach, reparieren. Ach stimmt, du hast diese Selbstreparation, ne? Ja, dann kann ich mit dem Schweißbrenner selbst verharzen. Ach so, ja. Das ist der mich eben die ganze Zeit genervt hat. Weil es gibt abblatt klatscht der so. Ich hoffe, er wollte sich nicht über mich lustig machen. Irgendwann mal ein Affe fragt, hey, alles klar, dann weißt du. Ja. Das Ende aller Tage ist gekommen. 4, 3. Aber es ist doch schön, all diese verschiedenen Rassen. Cyborgs, Roboter, Vögel, Engel. Und sie alle zerstören mich. Nee, und sie alle kämpfen gemeinsam. Ja. Ja. Sie töten nur noch wegen der Farbe und wegen den Punkten. Aber es geht nicht mehr um Rasse. Oh, hier schießt denn jemand? Mal gucken. Ah, das dumme Schild. Das nervt. Wenn ich mal meckern darf, ich finde die Wege manchmal ein bisschen lang, weil man immer so doch schon lange hinlatschen muss bis zu F, was man dann verteidigen kann. Okay. Nein! Mist. Ja, super.
Healer ist am Start. Jetzt muss ich nur hinter das... Oh, ich wollte mich gerade auspacken und da kam einer mit so einem dicken Hammer. Ja, okay. Es ist wirklich nicht so einfach, das alles zu raffen. Aber wie du sagst, normalerweise wäre ich schon längst auf einer Rage-Mode-Level von 5 von 10. Aber nö, ich fühle mich ganz normal. Ich bin überhaupt nicht wütend. Also, man hat nie das Gefühl, Cargo zumindest zurückschieben jetzt hier schön. Man hat nie das Gefühl, dass man verloren hat, ja, weil man irgendwie aus der Luft geholt die Feral übervorteilt wurde. Was du natürlich auch geil machen kannst, dich einfach auf das Cargo hocken, was die schieben müssen mit deinem. Ja, das machen die hier gerne, ja. Ja, okay. Ich hatte gerade einen One-on-One-Frontalkampf gegen den Typen mit dem Hammer. Meine MG hat gewonnen. Der Hammer ist tot. Ja, aber der ist bestimmt jetzt schon wieder da. Tracer, du alter Glubsch-Huschi. Ja, es kann gut sein, dass wir die vom Checkpoint bis jetzt... Ah, die schieben den gerade vor. Doof. Dürfen nicht den ersten Checkpoint erreichen. Oh. Shit. Mach das Schild! Alter! Was machen die denn hier? Stun. Was war denn da los? Okay, gestunt. Okay, alles klar. Mann! Ich hab das Gefühl, als muss ich hier primär den richtigen Ort finden für mein Geschütz, wo man so wirklich viel einsehen kann. Oh nein, die kommen schon. Oh nein. Mann! Jetzt haben die sich nämlich auch einen Affen geholt. Okay, jetzt hier, ich brauche Hilfe. Ich rotze rein an das... Ja, das ist gut. Ach, nee, ey. Wenn andere den benutzen, sieht es irgendwie viel skilliger aus. Als hätten die haben auch dann wahrscheinlich schon 20 Stunden gespielt. Ja, aber mehr als stehen und schießen können die ja auch nicht. Das denke ich mir doch immer. Es ist natürlich nicht korrekt, aber man sollte meinen... Okay, ich habe Q aufgeladen. Och, leck mich doch, Mann. Konzentrieren. Oh, jetzt bin ich Panzer und tot. Das Wunder der Wissenschaft macht's möglich. So. Das möchte ich mir unlängst schon die innere Hitze. Helden sterben nicht. Okay. Schildbarriere aktiviert. Bleib doch in dem Schild, McCree. Mann. Ja, zu weit rein einfach. Ja. Boah, dieser Radar ist ja eine richtig gute Funktion. Wer hat denn den? Also, ja, andere sehen den sozusagen auch wenn du ihn jetzt zum Beispiel benutzt, ja? Ich glaube, das ist entweder der Hanzo oder eben die Widowmaker. Aber das ist ja richtig genial. Mach hier ein Schild. Zack. Als Stehgeschütz bin ich ganz gut. Wenn man mich endlich mal ausklappen lässt. Ah, super. Jetzt gibt mir jemand noch diesen Extraschaden. Betäubt mich in der Ulti. Oh, ich habe jetzt auch... Okay, ich gehe zum Panzer. Oh,
Irgendwo hat sich gerade ein Reaper-Hand teleportiert, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, mein Schild, komm schon. Mein Knackpunkt ist das An- und Aufbauen. Oh nein, falsch gesprochen. Oder das Auf- und Abbauen eher. Lachmann. Okay, das war dumm. Noch 30 Sekunden. Oh. 30 Sekunden. Um es aufzuhalten oder für die, um es zum nächsten Punkt zu bringen? Beides. Also eigentlich gut für uns. Ich wurde wiederbelebt, danke. Du bist der Beste aller Menschen. Nein! Komm schon, ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, Verlängerung, nein, die dürfen sich schaffen. Nein, jetzt dieser Weg so lang. Ihr müsst ihn nur aufhalten. Nein, sie dürfen es nicht weiter nach vorne machen. Ich bin gleich da. Jawohl. Ja! Oh, die endlich Mauer. Noch ein Sieg! Wie schön, dass mein Mac auch Raketchen heißt. Das passt zu ihm. Oh, ich finde, das könnte sein Name sein. Das ist dein Highlight. Highlight des Spiels. Lass mich in Ruhe, ich muss mich angucken. Länger! Naja, gut. MVP, Highlight des Spiels. Sauber. Simon Kretschmer war das Highlight des Spiels. Simon Kretschmer, ach ja, den kenne ich. Der ist immer das Highlight des Spiels. Wie sind wir eigentlich mit der Zeit? Ich habe mich gerissen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nichts. Viertel nach vier und ich glaube bis 17 Uhr machen wir. Bell, müssen wir auch mal Werbung machen? Ah, gut, dann machen wir kurz Werbung. Alles klar. Und dann sehen wir uns wieder. Auf euch.